Das ist so. Warum? Ja. Wie viele Filter habe ich denn überhaupt? Ist da der Zug? Da ist die Lok. Oben sind Leute drauf. Ach nö, ach nö, ach nö, ach komm, ach nö, 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 ah, ja, anschauen. Ich gehe schon da rein. Ich will nicht. I don't wanna do this. Ich rob ja schon. Rob. Wo bin ich nach unten? Ich hab nicht mal eine Waffe. Oh, das ist so eine dumme Idee. Und schon bin ich wieder unten. Ach nö. Schläft er? Hätte gerne eine Waffe? Ich will eine Waffe. Scheiße, ich möchte so weit wie möglich von hier weg. Ist doch zwecklos hier wach. Die verdammten Teleporten sind durchgebrochen. Die Arbeiter sind erledigt. Richte deine Waffe auf die Öffnung. Wenn irgendwas durchkommt, dann schieß. Was? Du bist zu gut, glaube ich. Vielleicht wollen die da sagen, nicht die Kontrolle verlieren, die Leute weiter unterhalten zu bleiben. Ja. Achtung, die Drehscheibe wird aktiviert. Okay. Also die Leute wissen ganz genau, also der Zug gehört zu denen. Das heißt, die wissen, dass da draußen überall noch Leute sind. Und mit der Lok fahren die da überall hin wahrscheinlich. Wie cool, bitte. Die holen mit dem Zug Vorräte von weiter weg. Wollen Sie die auch noch umbringen? Genau wie die anderen? Sie können sie nur. Lass das, Yermak. Du kennst die Regeln. Sagte, das war ganz schön laut. Artyom, mach. Wir haben genug von deinem Gejammer, du alter Stinkstiefel. Du wanderst direkt in den Graben, wenn du nicht still bist. Jetzt hör zu. Ja. Wenn du hier rauskommst, die schmeißen alles so in den Graben. Nicht noch einmal wow. Deuten. Okay? Wie du einfach reinguckst, so. Tiere. Wie können sie nur? Was kann ich nur tun? Da! Ein Mutant? Ein Telepath! Chill! Ein Mensch? Mach Sachen! Ja, wie bist du? Frag nicht. Oh, mein Gott! Wegen dir hat sie so geschrien! Wo ist sie? Lebendig! Du bist wegen ihr gekommen? Komm mal nicht so nah, Opa. Also gut. Chill. Ich brauche eine Waffe. Dann läuft das. Ich werde dir helfen. Endlich bin ich mal nützlich. Oh, okay, sie haben das Mädchen zum Verhör durch den Kommandeur in die Basis gebracht. Okay. Hast du eine Waffe? Ich kann dich nicht zum Haupteingang bringen. Da sind zu viele Wachen. Aber vielleicht klappt es von der Rückseite. Okay. Auf geht's, aber nicht zu hastig. Wenn die dich bemerken, sind wir beide erledigt. Warte! Du bleibst besser im Schatten. Okay. Nur oh, Speicher. Wir machen das so. Du machst heimlich das Licht aus, während ich sie ablenke. Okay. Schalte das Licht aus. Ja. Yeah. Mach einen ruhigen. Das ist wieder die verdammte Sicherung.
Anscheinend sind die Reparaturen am Generator noch nicht abgeschlossen, Feldwebel. Nicht so schnell. Sag den Arbeitern, die sollen mal nachgucken. Ducken und keine Geräusche machen. Siehst du die Leiter? Ja, versuch dich dorthin zu schleichen. Okay. Aber meide bitte das Licht. Ich werde jetzt kaum das Licht da draus gehen. Nah an der Wand bleibe ich. Jemand, bist du das? Was stammelst du da? Komm her und hilf mir beim Reparieren. Jawohl, komme schon. Na los, na los. Das sollte ein Kinderspiel für dich sein. Techniker-Team, beginnen Sie mit der Wartung der Maschine. Du kannst mir nicht folgen. Nimm stattdessen die Leiter. Das ist mir klar. Jemand, was dauert da so lange? Bin ich von gestern. Mach einfach. Ein Schnürsenkel ist aufgegangen. Ich komme sofort. Das ist die Lok. Geh hoch. Ab, 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 ab. Okay, so ein bisschen stealthig hier, also Stealth-Modus mäßig durch die Gegend. Das ist ganz cool. Davon ist die Lok. Simon Mikhailitsch, mit dem Generatoren stimmt etwas nicht. Das solltest du dir ansehen. Ich meine... Ja, als ob du mir sagen müsstest, was ich zu tun habe. Reparier lieber die Leitung hier. Na los, Bewegung, ja, du alter Sack. Was ist eigentlich mit den Arbeitern passiert, die geschickt haben, um die Rohre zu reparieren? Das geht dich einen Scheißdreck an. Was stehst du überhaupt hier herum? Warte! Hast du nichts zu tun? Ach, du bist das. Du musst den ausschalten. Kannst du das leise erledigen? Schleich dich an einen Feind heran, um ihn laut. Was murmelst du darum? Ach, ich führe nur Selbstgespräche. Kann ich wieder aufstehen? Verstehst du? Ah, Yermak. Wird Zeit für die Kiste, hm? Ja. Hey, Kollege. Ist hier eine Waffe oder so? Nein, ich will eine Waffe. Komm, gib mir eine Waffe. Mach auf die Tür. Ich bin ja schon da. Hinter dir ist gerade Licht angegangen. Warte, warte einen Moment. Warte. Das ist doch... Er schaut hierher und wir müssen zu dieser Tür. Jetzt schaut er weg. Versuch ihn abzulenken. Da liegt etwas Müll herum. Wirf ihn. Wo denn? Ach da. Klasse. Und jetzt werfen. Ich hoffe, die Geräusche lenken ihn ab. Ne, gefunden. Brücke. Gut gemacht. Auf geht's. Komm. Bäh. Hey, er hat mich durch die Tür geglitscht. Bin da schon durch. Das System versorgt die Kommandozentrale mit Luft. Besonders groß ist sie nicht. Okay. Passt schon. Und geh dann durch. Okay. Ich werde natürlich tun, was ich kann, aber ich bin kein großer Kämpfer, wie du wohl schon geahnt hast. Ich finde krass, wie du Bauchreden kannst. Ja, ja. Cool. Ich warte kurz. Okay. Dann krabbe ich mal durch. War hier eine Waffe, weil er gerade gesagt hat, mit Kämpfer und so? Aber keine Waffe, ne? Komm, Antje, und beweg dich. Oh lol. Das du Miststück! Da, du! Keine Bewegung! Headshot, komm, mach weg!
Es herrscht Krieg. Ein Tod reicht euch wohl nicht, ihr Was sind das alles für Geräte? Das ist ein universeller Breitbandstörsender. Was? Deshalb kann Moskau niemanden empfangen. Und niemand uns empfangen. Notausschaltung eingeleitet. Scheiße. Das ist gar nicht gut. Ja, sieh doch weiter diesen Quatsch. Da sind noch so viele Leute. Es sind so viele Leute da. Du hattest die ganze Zeit recht. Verstehst du? Boah, wie viele. Da draußen ist nicht nur Russland. Da ist die ganze Welt. Natürlich. Hast du echt gedacht, es wäre nur Russland? Ah, schön, sie leben echt überall noch. Warum habt ihr Moskau vor der Welt versteckt und umgekehrt? Weil der Krieg noch nicht zu Ende ist. Und ihr verhaltet euch wie verdammte Kinder. Was für ein Krieg? Alarm! Der Feind! Geht doch. Die Wachen werden bald hier sein. Ja, ich brauche eine Waffe. Verdammt! Nicht schießen! Der ist friendly. Zu euch! Ihr müsst abhauen! Ich hab nicht mal eine Waffe! Gehört das dir? Haben die hier liegen gelassen. Oh, okay, hab eine Waffe. Dankeschön. Wir müssen raus, bevor sie sich erholen. Bereit machen, Leute. Wachen! Du musst dich über den Hof schleichen und dann durch die Tür, aus der die Wachen kommen. Ach du Scheiße. Hierher, schnell! Auf geht's! Unbefugte sind Wer bist du? Andrei Ivanovich Jermok, der Zugführer. Lauft jetzt. Er ist der Zugführer? Zu diesem Hangar und zum Befehl bringe ich euch hier raus. Er ist der Zugführer. Sie kennen mich, also kann Warum ich ohne hilfst Probleme du uns, Andrei Ivanovich? Ich hatte eine... Ach, werde ich wohl später erzählen. Okay. Hoffe ich. Ja, du bist... Du, das scheint nett. Sei vorsichtig. Hey! Hey, Leute! Oh Gott. Artyom, ich sehe den Feind. Hilf mir ein wenig. Okay. Du da hoch, Bei ich unten. Bei dem Schneegestöber sehe ich nicht viel. Vergiss deine Sichtbarkeitsanzeige nicht, Artyom. Wenn du dich nicht so schnell bewegst und aus dem Licht bleibst, bemerken sie dich kaum. Auch wenn du deine Taschenlampe einschaltest, können sie dich bemerken. Artyom, da kommt wer. Zwei sogar. Ich gebe dir von oben Deckung. Eine alte Hexe und ein verdammter Team? Das waren aber echt gefährliche Spione, mein Freund. Ja, klar. Und diese kann einfach so hereinspazieren, ja? Ein Hubschrauber hat sie gebracht und ist dann abgehauen. Na klar. Baller ich mich durch oder baller ich mich nicht durch? Natürlich geben sie vor, Zivilisten zu sein. Der Grünschnäbel glaubt auf 50 nach einer Woche Dienst schon alles zu wissen. Durchballern, nicht durchballern. Ich gehe in Deckung. Ich habe keine Muni mehr. Wie wechsle ich meine? Ich bräuchte eine andere Waffe, Freunde. Hat er mir nicht eine Pistole gegeben? Was werfe ich doch? Warte mal ganz kurz. Wie wechsle ich die Waffe? Ah! Er ist down. Da ist er, hinter den Fässern. Und das! Und das! Hey, wo sind die denn? Da oben ist der Feind! Ja, ja. Filter. Mal machen wir das Licht aus. Au. Boden. Der ist down.
sehe die halt nicht. Ja. Der hat gesessen. Ach. Ich hätte ja bloß Muni irgendwie austauschen brauchen, ne? Ah. Da hinten. Ich kann nicht ein bisschen besser. Ach da. Den habe ich gar nicht gesehen. Ich kann nicht mehr nachladen. Hey du. Gib mal deine Waffe. What? Für das, was ihr den Leuten hier antut. Ja, ist okay. Unbefugte sind auf der Stelle zu erschießen. Zivilpersonal hat bis auf Weiteres an Ort und Stelle zu bleiben. Achtung, der Hangar ist gleich da vorne. Das Türsystem ist wieder hochgefahren. Da oben. Ja, ich wechsle schon meinen Filter. Waren das alle? Ich finde das cool mit dem Flicken auch gerade so drauf, ne? Ich nehme einfach nur die Muni mit. Das wollte ich nämlich die ganze Zeit machen. Die Muni mitnehmen. Wo ist denn die Tür gewesen? Da. Wo ist sie? Wo, auf dem Dach, ne? Gute Arbeit, Atjom. Wir sind drin. Du kannst die Maske abnehmen, Atjom. Wie nehme ich die? Okay, das nehmen wir auch noch mit. Huch. Okay, also Waffe wechseln ist so. Lol, ich hab meine. Oh. Ah, okay. Das ist leer. Ah, oh Gott, ich muss erstmal die Steuerung warm werden. Oh, ich bin nicht. Hilfe, ich häng. Okay. Au, oh, das war dumm. Oh, die Steuerung ist so langsam. Kann ich das irgendwo schnelles Laden? Müsste ich jetzt bestimmt hier irgendwo gleich sein, ne? Okay, da drinnen zu schießen, ich muss erstmal gucken, wo die alle sind. Okay, das war dumm. Das gebe ich zu, das war richtig dumm. Das ist Artyoms Frau. Die Dame da. Achso. Ja, ist okay. Wow. Junge, mach mal einen ruhigen. Ich bin halt viel zu langsam in der Maus. Oh. Hey! Die Maus ist zu langsam. Die Maus ist viel zu langsam. Oh.
Komm doch mal her jetzt. Ich hätte die Pistole gern wieder. Du steckst mich ja hier gerade nicht, oder? Davon. Ja, da ist er sogar noch. Artyom versteckt sich nämlich bombig gut. Du hast eine Fleischwunde. Ungesund. Nee, das wollte ich gar nicht. Scheiße. Ah, das ist immer noch tricky mit der Steuerung. Wo ist denn der Alte eigentlich? Wo haben die den hingebracht? Nein. Da kommt einer. Ja, er hat mich gesehen. Ist aber umgefallen. Die Aktion, die hier abziehen, das haben sie sowas von verdient. Oh, die Dampflok ist cool. Der Pflaster auf meiner Gasmaske, der ignoriert, der stört mich gar nicht. Brauche ich den hier drinnen überhaupt? Den brauche ich ja hier drinnen gar nicht, oder? Waren das alle? Müssten alle gewesen sein, oder? Nee. Alles klar. Ach, hier ist er doch. Also zuerst um sie kümmern. Junger Mann, hier wimmelt das vor Wachen. Die müssen erledigt werden. Die sind doch schon weg. Was bin ich froh, euch hier zu sehen. Alles gut, alle schon weg. Alles klar bei dir? Alles gut, danke. Können wir die Lok uns krallen und abhauen? Ja, super. In Ordnung, wir haben nicht viel Zeit. Die sind bald zurück. Ich gehe zur Lok. Sie müsste jetzt bereit sein. Geht da hoch und schaltet den Mechanismus für die Drehscheibe ein. Alles klar, mache ich sofort. Sonst ist ganz schnell die ganze Basis hinter uns her.